Oh shit. Oh. Wir rannten zu der Stelle, wo wir die Schreie gehört hatten. Sofort fiel mein Blick auf eine düstere, gewaltige Gestalt, die aussah wie ein von schwarzem Nebel umwölkter Wolf. Das Monster schien sich dem Kappa nicht nähern zu können, wahrscheinlich wegen seiner spitzen Schreie oder des Gestanks. Das hielt den Wolf aber nicht davon ab, es wie ein Raubtier zu umkreisen. Ezreals Gesicht verdüsterte sich und er drängte mich hinter einen Baum, damit man uns nicht bemerkte. Das ist ein Black Dog, Mitsugi. Wir werden ihn gemeinsam angreifen oder es zumindest versuchen. Was? Aber wir haben gar keine Waffe. Ich weiß, deshalb bitte ich dich auch, mir dieses Mal dabei zu helfen. Aber sonst bin ich immer nutzlos in seinen Augen. Naja, gerade ist wohl nicht der richtige Moment, ihn darauf hinzuweisen, ja. Okay, wie gehen wir vor? Hier, nimm dieses Stöckchen und wedle damit vor dem Vieh herum. Es geht nur darum, ihm Angst einzujagen. Wenn ich dir sage, dass du zur Seite gehen sollst, tust du das, verstanden? Okay. Okay. Ezreal trat auf den Black Dog zu und ich folgte ihm. Wir wuchtelten beide wild mit dem Stück Holz herum, um das Wesen zu erschrecken. Und am Anfang schien unser Plan auch wunderbar zu funktionieren. Dann, ohne Vorwarnung, ging der Black Dog auf das Kappa zu. Nami! Mitsugi, geh nach links. Nach links, aber das Wolfsding geht doch nach rechts. Nach rechts geh, nach links geh. Ich geh nach links. Ich entschied mich, Ezreals Anweisungen zu vertrauen. Nachdem er ein paar Schritte nach links gelaufen war, hielt der Black Dog inne und kam stattdessen auf mich zu. Ich schwang meinen Stock nach ihm, wobei ich versuchte, so bedrohlich wie möglich zu wirken. Schließlich verschwand er zwischen den Bäumen. Woher wusstest du das? Ich bin in der Vergangenheit schon öfter Black Dogs begegnet. Wirklich? Ja, aber das ist gerade nicht wichtig. Lass uns nach dem Kappa sehen. Ich näherte mich dem Kappa. Als es uns sah, rollte es sich zu einer Kugel zusammen und Ezreal trat einen Schritt zurück. Du liebe Zeit, dieser Gestank ist wirklich unerträglich. Es riecht wirklich übel. Ich weiß schon, was jetzt kommt. Was? Oh, aber nicht doch. Ich habe doch von deinem Gestank gesprochen, Mitsugi. Nicht von dem Kappa. Was? Ich glaube, meine Witze sind besser als das. Mag sein, aber ich bin vorbereitet. Bereite dich vor, wie immer du willst. Aber in der Zwischenzeit, tu mir einen Gefallen und nimm dieses Kappa mit. Nein, danke. Das ist dein Auftrag, also führe ihn auch zu Ende aus. Ich verdrehte die Augen. Na schön, ich mach's ja. Ist mir egal, ich frage nur mich, das Ding anzufassen. Okay. Ich finde beide Optionen jetzt nicht so geil. Ah, okay, ich habe jetzt nachgesehen. Ich muss tatsächlich die Option nehmen, die mir am wenigsten zusagt, um das Bild zu bekommen. Okay. Ist mir egal, ich weigere mich, das Ding anzufassen. Oh, aber das Bild ist voll süß. Also, das ist süß, das ist voll süß, voll lustig. Oh, bitte, wie hat's genau? Ich befehle dir, es zu nehmen. Nein, behalte es ruhig. Na los, Mitsugi, du nimmst es. Vergiss es, ich nutze den Moment, um ihn zu entwischen. Du bist wirklich nicht nett. Ich weiß. Geil. Was? Was machst du hier? Hey, Mitsugi. Er stürzte auf mich zu. Okay, ja, doch. Auch alles gut. Er stürzte auf mich zu und hielt wenige Meter vor mir abrupt inne. Was stinkt denn hier so? Das ist übel. Dieses kleine Kappa hier. Schau mal. Ist das dein Gefährte? Haha, aber nein. Ich habe es nur gerade im Wald gefunden. Du solltest es waschen. Es muss ja sehr schmutzig sein, wenn es so stinkt. Ich befürchtete leider, dass Waschen da nicht viel helfen wird. Mary blieb nicht sehr lange bei mir. Der Gestank schlug ihn in die Flucht. Ach, schön, auch gut. Okay, Vogelallee. Pavillon, Refugium von Ehl. Parkplatz. Dann der Fort. Okay, jetzt gut. Okay, ja, ich bin im Haku. Und jetzt?
Als ich in den Kristallsaal trat, hob Miko erstaunt den Kopf. Ezreal, wieso bist du mein Mitsubi? Das ist ein Geschenk von Chika. Was hat sie denn mit dieser Sache zu tun? Sie hat sie dazu gebracht, mich um Hilfe zu bitten. Oh, mein Beileid. Ich hörte Miko leise lachen. Toll, danke schön. Aber wirklich hat sie ernsthaft geglaubt, ich ließe dich beim ersten Mal alleine losziehen? Warum war es dir so wichtig, mich in Begleitung zu wissen? Wie ich sehe, habt ihr das Kappa gefunden, ausgezeichnet. Sie überging meine Frage völlig. Stimmt, aber wir hatten unterwegs auch eine reizende Begegnung. Mit wem? Ja, mit was? Einem Black Dog. Machst du Witze? Er verkniff sich ein Lachen und schüttelte verneinend den Kopf. Wir hätten auch weitaus Schlimmeres treffen können. Ach ja? Auf was zum Beispiel? Das ist so mies. Noch ein Menschen. Ich warf ihm einen vernichtenden Blick zu. Eines Tages funktioniert das vielleicht. Tut mir leid, euch zu stören, aber... Mitsugi, ich muss mit ihm über diesen Vorfall sprechen. Bringst du das Kappa bitte in die Krankenstation und lässt sicherstellen, dass es wohlauf ist? Klar, aber wo ist die? Ich glaube, du kannst... Die kannst du nicht verfehlen. Dialog schließen. Okay. Finde die Krankenschwester. Das ist nämlich da oben in die Krankenstation. So wunderschön, oder? Ohne Schmarrn, ich finde diese Settings immer so wunderschön. Ich gelangte zur Krankenstation und wurde von einer sehr schönen Frau empfangen. Unwillkürlich fragte ich mich, ob sie ebenfalls zur Lichtgarde gehörte. Sie nahm mir das Kappa ab, ohne sich an dem Geruch zu stören, und setzte es auf ein Bett, um es abzuhören. Ich atmete erleichtert auf. Als ich endlich nicht mehr so schwer zu tragen hatte. Seine Augen blieben gebannt auf mich gerichtet. Ah, was? Bitte was? Bitte was? Okay, ist das Geräusch jetzt von ihm? Okay, ja, ignorieren wir das einfach mal. Hey, du siehst nicht mehr ganz so ängstlich aus wie vorhin. Haha. Dir ist aber schon klar, dass ich kein Wort von dem verstehe, was du da brabbelst. Ach, okay, das soll... Haha, okay, ja. Sorry. Ich fühle mich wie eine dieser schrulligen Omas, die mit ihren Zimmerpflanzen reden. Die Krankenschwester bat mich hinauszugehen, damit der Kleine sich etwas beruhigte. Meine Anwesenheit schien ihn notwendig, unnötig aufzudrehen. Ich beschloss also, zu Miko zurückzugehen, um meinen Auftrag als erledigt zu melden. Okay, dann wird das gut. Mitsugi, du kommst wie gerufen. Wir besprachen gerade, wie wir das Kappa wieder nach Hause bringen. Was? Das hat Chika gar nicht erwähnt. Könnte mir vorher vielleicht noch jemand diese Black Dog-Sache erklären? Okay, und wie stellen wir das an? Ich persönlich würde jetzt Zähnen, glaube ich, aber ich weiß nicht. Oh, okay. Tatsächlich ist Zähnen negativ. Okay, krass. Dann nehme ich jetzt erstmal B, glaube ich. Was? Wie bitte? Naja, du hast überrascht ausgesehen, als ich von dem Black Dog erzählt habe. Und Ezreal auch, als er ihn gesehen hat. Warum? Das Thema war zwar eigentlich vom Tisch, aber wenn du darauf bestehst, ich bestehe darauf. Black Dogs sind verfluchte Kreaturen. Wenn man ihnen begegnet, kündigt das oft ein Unglück an. Verstehe, nur wieso wart ihr so erstaunt, einen zu treffen? Ich vergesse immer, dass du nicht von hier bist. Sagen wir es so, das hier ist nicht unbedingt ihre bevorzugte Gegend. Außerdem begegnet man ihnen so gut wie nie tagsüber oder in der Nähe von Dörfern. Sie sind schließlich Wesen der Nacht. Aha, also war das wirklich ungewöhnlich. Jedenfalls, wie Chika dir zweifellos schon gesagt hat. Chika nickte bestätigend. Sie schien sehr gewissenhaft zu sein, was ihre Arbeit betraf. Vielleicht etwas zu sehr. Müssen wir die Heimreise des Kappas organisieren? Wir können los, wann immer es dir passt. Haha, ganz so einfach ist es leider nicht.
Okay. Ach nein, wieso nicht? Die Kappas wohnen in einer ganz anderen Region, jenseits des Meeres. Das klingt nach einer langen Reise. Ja, und darum müssen wir sie gut vorbereiten. Es wird uns mit aller Wahrscheinlichkeit einige Tage kosten. Wir haben uns also überlegt, dass du dich in der Zwischenzeit um das kleine Kappa kümmern könntest. Ihr unsicheres Lächeln sprach Bände. Bitte auch, wenn du keine Wahl hast, sag einfach ja. Toll, ich gab nach. In Ordnung. Im Moment ruht er sich noch auf der Krankenstation aus. Ich weiß, ich komme gerade davon. Bis alle nötigen Untersuchungen abgeschlossen sind, kannst du schon einmal zwei, drei kleine Dinge besorgen gehen. Ganz alleine? Aber nein, wir werden alle unseren Teil beisteuern. Aber da wir deine Fähigkeit noch nicht kennen, haben wir dir für den Anfang ein paar kleine Aufgaben übertragen. Ich schätze mal, ich habe keine Wahl. Du solltest froh sein, dass wir dir überhaupt zutrauen, uns behilflich zu sein. Bin ich ja. Kiro, besorgst du ihr bitte eine Liste der benötigten Gegenstände? Jika, kümmerst du dich darum, ein Boot und einen Anlegeplatz zu finden? Notiert, ich nehme an, ich soll dafür unseren Freund kontaktieren. Ja, wenn wir Glück haben, kennt er die richtigen Leute. Alle verschwanden, um sich um ihre Aufgaben zu kümmern. Nun gut, ehrlich gesagt gibt es nicht mehr allzu viel für dich zu tun. Verstehe das nicht falsch, aber wir wussten nicht recht, was wir dir auftragen sollen. Oh, keine Sorge, ich verstehe das schon. Sehr gut. Er reichte mir einen Brief und eine Liste. Irgendwie stehen die hier in Eldaria total auf sowas. Also, du wirst sehen, dass es einiges zu besorgen gibt. Allerdings kannst du viele dieser Gegenstände am selben Ort kaufen. Als erstes musst du euren Proviant organisieren. Dafür habe ich dir einen Brief von Miko mitgegeben. Es reicht, wenn du dem Verantwortlichen der Speisekammer gibst. Dann bereitet er alles für euren Abreisetag vor. Sorry. Und die übrigen Punkte? Es folgen einige Gegenstände zur Navigation, sozusagen. Kompasskarte. Aha, und wo finde ich die? Logischerweise auf dem Markt. Ich hoffe, sie haben dort noch genug. Und dann musst du gut aufpassen, dass du noch die richtige Nahrung für das Kappa auftreibst. Ich denke, Pureru wird dir zu dem Thema ein paar Tipps geben können. Okay, na gut, dann fange ich mal an, das alles zusammenzusuchen. Viel Glück, wie zu viel. Hochschließen. Okay. Bringen Mikos Brief in die Speisekammer, beschaffende Gegenstände. Okay, Himizuki, warte auf mich. Schon wieder auf Warte? Ja, ich musste rennen, um dich zu erwischen. Aber du warst doch nur ein paar Meter hinter mir. Wie du weißt, habe ich kurze Beine. Und wie du weißt, bin ich kleiner als du. Hey! Sie zwinkerte mir zu. Weswegen wolltest du mich sprechen? Ich habe gehört, wie Kiro dir geraten hat, Pururu nach der richtigen Nahrung für das Kappa zu fragen. Ja, das stimmt, und? Du wirst ihn heute auf dem Markt nicht finden. Er hat seinen freien Tag. Und wo ist er dann? In der Gegend. Das hilft mir nicht wirklich. Tut mir leid. Nicht schlimm. Ich werde ihn schon irgendwie finden. Okay. Ich habe immer die Hoffnung, der Nefra zu finden. Aber stattdessen finde ich Ezri. Das ist auch gut. Ich habe darüber nachgedacht. Würdest du den Test gerne wiederholen? Was? Ich bin nicht wahnsinnig scharf darauf, dass meine Hand nochmal Feuer fängt. Nein. Dann wären wir wenigstens sicher, dass du kein Mensch bist. Volker hat gesagt, der Test sei eindeutig. Er kann sich geirrt haben. Das würde bedeuten, dass du dich bei der Zubereitung vertan hast. Das ist unmöglich. Du kennst mich schlecht. Haha, ich kenne dieses Rezept in- und auswendig und habe mich noch nie geirrt, wenn es um Alchemie ging. Naja, natürlich kenne ich dich schlecht. Obwohl, jetzt weiß ich immerhin, dass du beim Thema Alchemie schnell empfindlich wirst. Okay. Wenn du mich besser kennen würdest, wüsstest du, dass ich in der ganzen Garde von ihr der Beste bin. Der Allerbeste, okay? Na, dann war dein Test also perfekt und ich bin eine waschechte Felien. Das ist schon möglich.
Eine der beiden Möglichkeiten muss dir zutreffen. Entweder hast du bei dem Test gefuscht, oder ich bin ein Felien. Ich hörte ihn ein paar Worte in einer fremden Sprache murmeln. Vermutlich irgendwelche Elfenflüche. Weißt du, irgendwann wirst du dich wohl oder übel an den Gedanken gewöhnen müssen. Langsam gehen dir die Gründe aus, mich zu hassen, was? Du bist auf jeden Fall ein guter Alchemist, daran darfst du nicht zweifeln. Ich glaube, daran zweifelt er auch gar nicht. Also ich habe nachgesehen, es ist so. Also die erste Antwort und die letzte sind beide richtig. Ich glaube, ich nehme A. Oh, er ist rot geworden! Ja, schon klar. Du musst mich nicht bei jeder Gelegenheit daran erinnern. Was denn? Es ist ja wohl mein gutes Recht, dich ein bisschen aufzuziehen. Nicht meine Schuld, wenn du partout nicht mit der Vorstellung klarkommst, dass ich wie du sein könnte. Du bist nicht wie ich. Du verfügst dich über die natürliche weite Elfen. Tu nicht so, als wüsstest du nicht, was ich meine. Punkt, Punkt, Punkt. Jedenfalls scheinst du dich bereits an den Gedanken gewöhnt zu haben. Ich tue mein Bestes, es zu verarbeiten, aber leicht ist es auch nicht. Das kann ich dir sagen. Glaube ich dir. Eigentlich ist es ein Glück, dass du eine Fee bist. Warum? Menschen ohne magische Anteile halten hier nie lange durch. Wie bitte? Er schien meine Frage nicht mal gehört zu haben. Toll! Geil! Tja, Gott sei Dank sind wir wohl leider. Ja gut, und weiter? Ach ja, genau. Nicht. Ich ging in die Speisekammer, aber dort war nie... aber dort war niemand. Um sicher zu gehen, sah ich mich ein wenig um, aber alles war wie ausgestorben. Als ich das Zimmer gerade verlassen wollte, ertönte eine tiefe Stimme aus einer anliegenden Kammer, die wohl der Kühlraum sein musste. Okay, eine kühle Stimme? Oder war das ein Laut oder kühl? Ich hab's schon wieder vergessen. Wer ist da? Mitsugi. Mitsugi, ich kenne euch nicht. Seid ihr neu hier? Ja, aber wo sind sie denn? Das geht euch gar nichts an, Kleine. Okay, wissen Sie vielleicht, wo ich den Verantwortlichen für die Speisekammer finde? Der ist nicht da. Was hast du ihm zu sagen? Sie könnten doch zumindest herauskommen, damit ich sehe, mit wem ich das Vergnügen habe, oder nicht? Keine Zeit, ich habe viel zu viel Arbeit. Also, was hast du ihm zu sagen? Miko hat mir einen Brief für ihn mitgegeben, damit er uns Proviant für eine lange Reise vorbereitet. Miko will dies, Miko will das. So langsam geht sie mir auf den Keks, diese Königin der Nerven sehen. Oh, Mikos Beziehung zu diesem Mann scheint ja eher angespannt zu sein. Und was darf ich jetzt nächstes für sie tun? Ihr ein neues Kleid nähen oder noch besser, sie porträtieren und den hundertsten Gefährten noch dazu? Er fuhr im Nebenraum mit seinen Beschimpfungen fort. Ich wusste nicht, wie ich reagieren... Sweet, mein Hund. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Naja, also, ich lege die Liste mal auf den Tisch hier. Sie leiten es dem Verantwortlichen weiter, ja? Aber natürlich, mit dem größten Vergnügen. Zu was anderem bin ich ja auch nicht gut, nicht wahr? Ich ließ die Liste auf dem Tisch liegen und zog mich in Richtung Tür zurück. Also danke und einen schönen Tag noch. Ja, bis die Tage. Verkauf, was? Was war denn bitte mit dem los? Was? What the fuck? Okay, suche pure Ruby auf dem Markt geschafft. Okay. Hier auf dem Markt sollte ich alles finden, was ich brauche. Okay, sweet, da hat nochmal mein Hund reingequatscht, also, ja. Ich ging zum Stand eines älteren Verkäufers, der allerlei Kleinkram anbot. Ich war sicher, dort alle Dinge auf meiner Liste finden zu können. Leider teilte mir der Verkäufer mit, dass jemand anderes mir zuvorgekommen war und soeben das letzte Exemplar gekauft hatte. Mist, was mache ich denn jetzt? Okay, toll. Suche pure Ruhe, um ihn nach dem Namen zu kappen. Du fragen. Du brauchst um jeden Preis ein Navigationsset. Warte mal bitte kurz.